ja, das Symbol muss man bei der Guillotine einsetzen. Ja, Tonti, wo ist denn die Guillotine? Mit dem Gerät, was die Metallgegenstände will. Oh, das ist doch, wenn wir mit dem Boot sind, oder? Nee. Nein, nein, Matthias, alles gut. Ha! Komm mal rangerückt auf eine Armlänge Abstand und so, dann ist schon gut. Wir wollten dich halt nicht ablenken, ja. Zu spät. Ich bin schon maximal abgelenkt. Ist das jetzt hier mit diesem U-Boot-Scheiß oder bin ich da jetzt falsch? Nee, mit diesem U-Boot-Scheiß sind wir doch nur in diesen unterirdischen Hangar gekommen, wo dann die, dieses Flugzeug steht, oder? Nee, zum Anfang hin. Okay, ich muss zum Anfang. Ganz am Anfang. Wir gehen jetzt erstmal noch zu Rodriguez Juan González de las Muertas, Rodriguez, Arriva. Ne, so heißt der ja offiziell. Während immer noch die Motten alles geben und sich sagen... Okay, Tobias schreibt auch, dass es am Anfang, also glaube ich das jetzt. Perfekt. Dem Tobias glaube ich das und dem Kai. Wo du die Kisten verschoben hast, das ist in dem Bereich. Ah, scheiße, jetzt muss ich ja wieder an den Affen hier vorbei. Habt ihr die Skills gesehen? Guck mal, wie ich hier ausweichen kann. Guck mal, jetzt fange ich an zu zaubern. Merkt ihr? Oh, Moment, schnell runter. Na, schnell. Ich hab gesagt, runter! In der Nähe vom Friedhof. Okay. Die Guillotine liegt auf dem Weg zu Juan Rodrigo. Heißt der eigentlich wirklich Juan Rodrigo? Ich hab mir das schon wieder nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Aber wen kümmert das, ob der so heißt? Der stirbt doch bestimmt eh, oder? Wir dürfen da bloß nicht vergessen, dass wir die Munition nochmal aufsammeln müssen. Gegen Ende kommt der Skill. Was für ein Skill? Super ausgewichen. Oh, danke schön, danke schön. Oh, schön, dass ihr das gesehen habt, ja, und entsprechend würdigt, ja. Ich nehme gerne mehrere Seiten Lobeshymnen und komponierte Lieder entgegen. Ah, scheiße! Jetzt stehen die hier wieder wie die Ölgötzen. Verdammte Scheiße. So, wo muss denn jetzt hier die Guillotine sein? Lieber Chat, von links, rechts, geradeaus, einmal rumdrehen. Also wenn wir nach rechts gehen, kommen wir, glaube ich... Ne, Quatsch, wenn wir nach links gehen, kommen wir zum Friedhof und zu Juan Rodriguez de las Muertas. Genau, geh mal links. Also jetzt von der Map aus gesehen links, ja. Hui, hui. Oh, habt ihr das gesehen? That's skills. Bin mir aber ziemlich sicher, dass du eine Karte mit einer indigoblauen Farbe bei einem Kellergewölbe brauchst. Ja, ja, aber ich habe hier keine Karte. Ich habe hier so ein fucking Emblem, was kein Mensch kapiert, worum es da geht. Und... Ah, shit. Okay, der hat mich. Geh weg. Ach, Mist. Das hätte so schön werden können. Aber nee, die scheiß Dreckszombies. Immer müssen die einen packen oder fangen. Also links von Claire. Toll, Torti. Toll. Toll. Ich habe gerade 5-mal gesagt, links von der Karte aus. Obwohl, nee, das war ja auch links. Ha. Genau, du hast das andere links geholt. Na, wie schön. Wie schön. Ich habe tatsächlich ausnahmsweise das andere links genommen. Hallo! Oh nein! What are you doing here? Nach dir gucken, du bist unser Mann. Haha, hihi, Shimona. Guck mal, aber eine Kippe ist noch im Aschenbecher drin, ne? Die konnte noch rochen. Was für ein Versager. Ich meine, oh. Hemostatic medicine. How kind of you. Thanks. Warum rennst du auch so schnell? Ja, ich kann da nichts dafür. Das ist die Claire ohne E. Die hat so einen Nitro-Boost drin bei GTA. Thanks, but I can take care of myself. Just go. Keep it. It was a gift from my brother, but... Oh. Thanks. Ist ein unbezahlbares Familienerbstück, aber nimm das ruhig hier. Ich kann dir das geben, du komischer Penner, der mich am Anfang eingekerkert hat. Und ich nehme gern deine zwei Drähte, die du hier billig mit der Büroklammer zusammengeklebt hast. Hey, toll, danke. Und wir haben den Dietrich. Jawollo.
endlich Pillen für seinen nächsten Trip bekommen. Genauso ist es nämlich hier, der kleine Junkie. Wir kennen doch die Anzeichen. Anstatt dass er uns mal was abgibt, ja, da hätten wir gemeinsam uns wegschießen können. Aber nee, der geizige Juan Rodrigo González de las Juan Muertas. Ne? Ayayayayay, Arriva-Typ. Der verweigert uns jetzt natürlich die Kooperation. Fuck, sag mir bitte, ich hab den Koffer mitgenommen. Ich hab den Koffer mitgenommen! Ich meine, oh. Hä, wer von euch hat vorhin behauptet, dass man mit dem Dietrich den Koffer öffnen könnte? Ihr seid aber fies. Ihr seid wirklich ganz schön fies, wisst ihr das? Warte mal, wir prüfen. Stahlkoffer. Ein einfaches Schloss. Ach so. Ha, 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 ha. Ha, war nur Spaß. Und wir kriegen Pulver für die Pfeile. Schießpulver für Armbrustpfeile explosiv. Okay, ich nehme alles zurück. Ha, war nur toll. Ach so, ich sollte vielleicht mal wieder eine Waffe auswählen, ne? Ha, 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 ha. Och Mann, ihr scheiß Drecksviecher. Vor allen Dingen jetzt, wenn ich den jetzt... Oh shit. Wenn ich ihn jetzt in der Balle... Yeah, jeez. Junge. Okay. Was zum... Ich sag nicht mehr. Claire ist ja in dem Spiel auch leichter als noch in Resi 2. Da hat sie hier eine Ehe weniger mit sich zu schleppen. Stimmt. Das macht natürlich einiges aus, wenn sie jetzt so ein ganzes Ehe weniger hat. Das ist ja dann bestimmt so... 4-5 Kilo möchten das schon... Fuck. Whee! Wow. Ah, shit. Okay. Nee, ich will zur Seite. Nein, 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 nein. Wehe. 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 So. Hier muss ich hin. Einfach nur flach deine Sprüche. Ich liebe es. Ach, Mensch. Ich finde schön, dass Matthias und Torti sich so gut verstehen. Ich bitte um fünfseitiges Fanfiction zu den beiden. Oder so ähnlich. Sekunde. Ich höre vorhin überall dieses Zombie-Rumgeheule. Aber das war doch nicht hier. Wer hat denn mir hier geraten, ich soll hier in diese scheiß Tür reingehen? Ist hier noch irgendein Raum, der abgeschossen war? Mit dem Dietrich? Ich glaube nicht, ne? Hier hatten wir doch alles professionell erkundet. Die Suppe, die noch warm ist, obwohl wir da seit Stunden nicht mehr waren. Die aber irgendwie immer noch warm ist, weil das eine super Suppe ist. Und das Klo, was noch nie geputzt wurde. Also für alle, die das Let's Play jetzt hier gucken auf YouTube, ich tue nur das, was mir der Chat mir hier die ganze Zeit erzählt. Ja, wenn die mir hier Blödsinn erzählen, dafür kann ich ja nichts. Haha. Die Guillotine war doch da, wo wir in dem Bereich mit diesen Vorhängedöns da sind, oder? Mit diesen, hier, Metalldetektor, bitte legen Sie alle Gegenstände weg, weil das ist gefährlich. Das war doch irgendwie so, oder? Ums Haus herum sind ja noch Türen. Ach ja, jetzt wird plötzlich so getan mit... Oh, wir geben der Fortuna mal nochmal einen Tipp, weil wir so viel Mitleid haben. Vor dem Gang, wo die Metallsachen ablegen mussten. Ach ja, plötzlich, ne? Wieso leben die denn hier wieder alle? Ich finde das unfair. Ist ja wirklich unfair. Ja, Knie vor mir nieder, du Wurm! Stirb! Stirb! Ich glaube, er ist wirklich tot. Okay, ich habe was anderes in Erinnerung gehabt, aber ist okay. Ihr seht die weisen, tollen Menschen, die mir hier weiterhelfen. Okay, cool. So,
wir warten einfach und ballern unsere Pfeile in ungebremster... Oh, shit. Komm hier. Kopf weg. Kopf weg. Komm, Claire. Gott, was kannst du eigentlich? Aber gut, sie sind alle tot, Gott sei Dank. Wie ist unser Gesundheitsstatus? Achtung auf Gelb. Na, das geht doch noch. So. Können wir jetzt an der Guillotine irgendwas noch untersuchen? Nee. So schön, dass man weiterhin überall dieses... hört. Wieso läuft denn der so schnell? Was ist denn da los? Okay, Moment. Oh, ich hätte sofort auf das Fass schießen können. Ja, Mensch. Hier ist das bei den... Unten. Da liegt doch was hinter der... Wo liegt was? Wenn ich hier nochmal rausgehe, Kai? Oder wo? Muss ich nochmal raus? Kann mir das wer erzählen? Auf dem Boden bei der Guillotine. Okay, dann gehen wir nochmal raus. Kai, währenddessen, während ich das jetzt mache, schlägst du bitte online nach, wie man Guillotine richtig schreibt. Nein, Quatsch. War nur Spaß, aber da müsste man nochmal nachjustieren. Okay, warte, hier liegt wirklich was, oder? Nee. Auf dem Boden neben der Guillotine. Ja, stimmt. Also, ich weiß, was du meinst. Es sieht hier, wenn man so durchschimmert, sieht die Karte, also das da so aus, als ob da was liegt. Seht ihr meine Maus? Nee, meine Maus könnt ihr nicht... Nee, kann man nicht sehen. Okay, schade. Das macht der, der Emulator nicht mit. Der zeigt meine Maus nicht freiwillig. Hm. Schade. Aber ich verstehe, was du meinst. Okay, nee. Hm. Aber jetzt mal was anderes, ihr Lieben. Jetzt, wo ich euch schon live dabei habe und ihr mir live ein Feedback quasi geben könnt. Hättet ihr Bock quasi das ganze Gelaber hier und den ganzen anderen Scheiß, das auch in einem Let's Play zu sehen? Oder sollte ich hier lieber so einige Sachen echt rausschneiden? Ich bin mir da immer so unschlüssig, ob ich das drin lasse oder nicht. Warte mal, das müsste ich auch, haha. Habe bei Google eingeben, Kopf abhacken, Gerät eingeben. Junge. Ja, hier wird jeder gleich zum zur Nachhilfe verdonnert, wenn mir hier falsche, also grammatikalisch falsch geschriebene Wörter rein spammt. Oh, wir können hier durch das Gitter. Also jetzt mal Hand aufs Herz, wenn ihr jetzt irgendwie so ein Let's Play guckt und hier gibt es die ganze Zeit nur so einen Haufen Gequatsche und, na, inwiefern gelabern hat Horti, das, was wir hier halt die ganze Zeit einfach machen. Dieses, es passiert ja hier nicht alle zwei Minuten irgendwas Dramatisches. Also es ist ja schon ein bisschen ein Unterschied zu einem Let's Play, oder? Wenn ich das hier irgendwie für mich alleine spielen würde, dann würde ich hier natürlich nicht, alles klar, Tobias, bis gleich, dann würde ich hier natürlich nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen, teilweise Dialoge halten mit Leuten, die mir halt schreiben, sondern, oder einfach mal stehen bleiben, weil wir gerade irgendwas Lustiges diskutieren oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es für Leute, die vielleicht nicht im Livestream sind, sondern das Ganze halt nachträglich auf YouTube gucken, dass es für die halt ein bisschen langweilig ist. Deswegen frage ich mich halt, ob das irgendwie so, naja. Ja, die Kisten verschieben. Danke, Kai. Habe ich gesehen. Ich wollte bloß erstmal gucken, was wir hier überhaupt für ein wunderschönes Häusle haben und was für einen schönen Raum wir hier angucken können mit dem Kackeimer und den Leichen. Viele Skalpelle mit Blutflecken. Na wunderbar. Es scheint so, als ob er seziert wurde. Er ist bereits tot. Okay, er ist wirklich tot. Gut. Gut, gut. So testet man das unter Profis übrigens, ne? Guck mal, hier ist ein Leichensack. Warte mal. Bin eigentlich immer dafür, nichts zu schneiden. Ich gucke ja ein Let's Play, um jemandem zuzuhören. Ja, aber ich weiß nicht, manchmal... Es gibt, also meiner Meinung nach, gibt es zwei Gründe, weshalb man Let's Play guckt. Einfach, weil man das Spiel sehen möchte. Oder weil man halt denjenigen, der das spielt, halt irgendwie sympathisch findet oder gerne guckt oder wie auch immer. Aber, ach, ich weiß nicht. Ich will nicht so einen machen auf, die Leute finden mich eh toll, deswegen gucken die jeden Scheiß, den ich hier laber und hochlade. Also,
Ich bin immer persönlich so gewillt, dass ich Let's Plays so mache, dass in dem Part, der hochgeladen wird, auch halt in dem Spiel möglichst viel passiert, wisst ihr? Also ich mag das nicht, wenn ich mich jetzt hinstelle. Also ich könnte hier so eine... Ich bin ja nicht hier Erzähl-Onkel Gronkh, ja? Der irgendwie so 5-Stunden-Parts füllt in Minecraft, wie er Erde schaufelt und sagt, oh, ich erzähle euch jetzt alles von meinem Leben. Das, ich weiß nicht, ich kann damit nicht viel anfangen. Ich denke mir immer so, es geht im Vordergrund immer um das Spiel, in meinem Verständnis zumindest. Gut, da kann man jetzt Minecraft nicht nehmen, weil Minecraft hat kein Story-basiertes Ding. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir hier ein Story-basiertes Spiel spielen, dann kann ich euch nicht irgendwie Parts hochladen, wo 20 Minuten lang... oder beziehungsweise wo von den 20 Minuten lang irgendwie 5 Minuten irgendwie storytechnisch oder fortschritttechnisch was passiert und die restliche Zeit renne ich hier durch die Gegend wie bescheuert und mach nix. Also das ist immer so ein bisschen mein Ding. Es soll ja irgendwie unterhalten. So schwer zu sagen, ich kann da nichts sagen, aber das überlasse ich deiner professionellen Erfahrung als YouTuberin. Hä? Was für eine professionellen Erfahrung? Keine Ahnung. Minecraft Story Mode gibt's doch auch. Ja... Also mich stört das nicht, was ich nicht unbedingt brauche, sowas wie so Diskussion über Claires Körper. Deswegen hast du dich gestern auch so zurückgehalten. Toll, Torti. Dann noch länger sind, aber so 2-Minuten-Talk zwischendrin ist für mich okay, okay. Meine Tochter hat es mal, daher weiß ich das. Ah, okay. Schön, schön, schön. Gut, gut, gut. Nee, also das mit Claires Körper gestern, so eine Diskussion, das schneide ich auf jeden Fall raus, weil das juckt halt keinen, wieso wir 20 Minuten lang darüber diskutieren, ob die Oberweite von Claire jetzt irgendwie entsprechend ist. Aber ich will es halt für alle irgendwie... Warte mal, Mensch, Fortuna, man muss ja alles positiv sehen und beschreiben. Ja, okay, wir lesen hier erstmal, jetzt muss ich wieder zurückdrücken, die Notiz des Anatomen. In meinem Verstand hat sich ein Dämon eingenistet. Ich kann seinen brutalen Attacken nicht widerstehen, die mich dazu treiben, schreckliche Dinge zu tun. Es ist wie eine grausige Zeremonie. Wenn ich vor dem Dämon besessen bin, liebe ich es, wenn sich Menschen vor Schmerzen winden, wenn sie in Agonie schreien und ihre Körper in sich grausam verkrampfen, während sie langsam sterben. Doch Sir Alfred war so freundlich, mich aufzunehmen, und er hat mir die Räume, Chemikalien und sonstiges Material zur Verfügung gestellt, um alles zu erforschen. Ist das hier so ein Mengele-Typ oder was? Ich darf Sir Alfreds Vertrauen nie enttäuschen. Es ist besonders wichtig, dass niemand jemals den heiligen Raum zu Gesicht bekommt, den nur er und ich kennen. Ich schwöre, das Geheimnis um den Keller dieses Gebäudes mit ins Grab zu nehmen. Natürlich trage ich den Schlüssel zu dem heiligen Ort stets bei mir. Doch selbst wenn jemals ein Außenstehender ihn sehen sollte, würde er niemals vermuten, dass das ein Schlüssel sei. Ich darf nie vergessen, dass ich tot bin, wenn Sir Alfred mir nicht mehr vertraut. Okay, cool. Wo ist der Schlüssel? Ein hochwertiges anatomisches Modell, aber irgendetwas fehlt. Wahrscheinlich ist mir das Auge da. Ist das hier ein Essilfe-Spray? Hier steht doch irgendwas vor mir. Hey! Scheiße. Ohne Scheiß, guckt euch mal die blauen Äuglein an. Warte mal, was ist denn hier hinten? Ist hier so eine Axtwurf-Zielscheibe? Nee, schade. Oh, die Perspektive ist toll. Oh, guck mal, wenn man jetzt hier so den Raum anklicken müsste, dann würde da so der Leichensack aufgehen und die Leiche sich so hoch wuchten. Ist das ein Scherz? Ist das... Ich sag nichts mehr, ey. Ich sag nichts mehr. Man glaubt mir ja sonst nicht, dass ich mich nicht mehr erinnere an das Spiel. Ah, shit. Okay, geh weg, geh weg, geh weg. Sind wir im Krematorium oder was ist hier los? Wo sind denn hier eigentlich die Kopfplatzer, die ich so sehnsüchtig erwarte? So. Ui. Ne, Moment, wir wechseln mal die Waffe. Oh, ich bin auf... Nehmen wir. Wieso, wenn ich den Bogen benutze, laufen die alle immer so schnell? Guck, wir schießen ihm alles in den Schritt. Guck mal, wie viele Pfeile ich in den Typen tacker. Jetzt stirb doch endlich mal. Wie doof ist die Alte denn, um den Kopf zu treffen? So,
Warte mal. Ja gut, wenn man jetzt 20 Minuten oder so über Off-Topic-Zeug redet, dann kann ich es verstehen, wenn man es rausschneidet. Mich persönlich stört es nicht. Lädst du den Stream in verschiedenen Parts oder im Ganzen? Nee, in verschiedenen Parts tatsächlich, Redfields. Oh nein, Moment, deinen Namen darf ich ja nicht sagen. R. Chris. Nee, also, da ich ja, ich habe ja schon mal ein Let's Play von, Resident Evil Code Veronica hochgeladen, und zwar 2014. Und da das damals so dilettantisch und mit voll mit Lags und weiß der Geier was war, kann man das natürlich so nicht stehen lassen. Und der liebe Torti hatte jetzt die sehr gute Idee, das einfach nochmal als Stream zu machen. Ich muss dazu sagen, ich hatte generell auch vor, das nochmal irgendwann als Re-Let's Play sozusagen zu machen, weil es halt einfach in der Qualität, wie es auf dem, als auf dem Kanal momentan ist, ist es halt, also es ist nicht guckbar. Wenn ich es jetzt selber anklicke, sage ich auch schon so zu mir, naja, das Mädel, das kannst du ja keinem antun, ja. Sind wir mal ehrlich. Und da bin ich froh, dass wir halt diesen Kompromiss gefunden haben. Dass es anscheinend doch für einige Leute interessiert, das freut mich sehr. Was ist denn das für ein Scheiß? M93R, Umbauteile waren im Stahlkoffer. Cool, können wir die verbinden mit unserer Pistole umgebaut. Die wir jetzt ausrüsten. Okay, jetzt hält sie sie wie eine verkappte Maschinenpistole, aber gut, gut, gut. Moment, was lehnt denn hier? Nix, okay. Ich bin immer misstrauisch, wenn Charaktere den Kopf drehen. Von allein. Kopf wegschießen bei Code Veronica. Heißt KP, kein Problem. Ich gehe mal davon aus. Kein Problem! Ja, nee, also die Titten-Diskussion, die schneide ich raus. Keine Sorge. Das kommt nicht auf den Kanal. Das hat er auch nichts verloren. Das ist auch wieder so. Wieso machen wir es jetzt wieder so dramatisch? Was ist denn hinter dieser fucking Tür, dass wir jetzt eine Zeitlupe kriegen? Ich verstehe dieses System von Türen öffnen hier nicht.